Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Und wir wollen jetzt die Brio 4K Streaming Edition mal etwas genauer beleuchten. Und ich habe die jetzt eine Woche, anderthalb Woche im Dauereinsatz eigentlich und bin mit der Kamera wirklich megamäßig zufrieden. Kann ich schon vorweg sagen, ich bin megamäßig zufrieden. Die macht ein so geiles Bild. Das ist die Cam gerade. Ich habe jetzt mal mein Streamlabs OBS hier geöffnet und zeige euch das so, wie ich das jetzt hier sehe, weil ich euch noch ein paar Tipps geben will und was zeigen will. Und dann macht sich das besser, weil wir mehrere Programme öffnen müssen, wenn ich einfach den Bildschirm abnehme. Also daher nicht wundern. Und wäre Blödsinn, wenn ich die Cam dann rechts oben mache, irgendeine andere Cam, weil wir die Brio, die wird offen sein, die 10920 wird offen sein. Da macht sich das halt so am besten. Das ist eine 4K-Webcam, die auch 1080, logischerweise 1080p kann. 1080p in 60 FPS. So seht ihr das Bild gerade. 1080p, 60 FPS. Es wird auch megamäßig viel Software dazu geboten. Das werde ich euch auch gleich mal zeigen auf der Support-Seite von Logitech. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Mein Browser ist nämlich gerade ausgegangen und musste jetzt nochmal schnell die Tabs öffnen, die ich geöffnet hatte für euch, um euch das zu zeigen, was euch da alle geboten wird, und das werden wir uns auch gleich alles angucken. So, zum Ersten, das ist die Brio Stream. Die gibt es als Brio und als Brio Stream Edition. Hier kostet sie noch 249 mit 39 irgendwie Rabatt oder so. Ihr kriegt die aber bei Amazon schon für 179 oder sowas in dem Dreh. Ultra HD 4K, und hier seht ihr dann so die Unterschiede. Ganz so doll, wie es jetzt hier aussieht, kommt es in echt natürlich nicht rüber. Das will ich euch schon mal gleich sagen, aber trotzdem ist er einfach eine beeindruckende Cam. Die 30 FPS, die machen sich wirklich, also die 60 FPS im Gegensatz zu früher zu den 30 FPS, machen sich sehr bemerkbar im Streaming-Programm. Das werdet ihr nachher gleich noch sehen. Und dann habt ihr hier wirklich, XSplit ist mit bei, 12 Monate. Das war bei mir jetzt nicht mit bei. Hat eine Windows Hello Funktion. Ich habe Windows Hello noch nicht versucht. Ist bei mir auch, glaube ich, nicht angeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Hier das Capture-Programm seht ihr hier gerade im Hintergrund. So. Und hier können wir uns dann angucken, was die hat. Also hier, die Beine habe ich auch. Die 10920 und die 10922. Wir machen einen Vergleich mit der 10920. Warum nicht die 10922? Die ist neuer, weil ich finde, die 10920 macht ein schöneres Bild. Ich finde bei der 10922 das Bild teilweise etwas milchig. Deswegen habe ich diese gewählt. Das werden wir uns gleich angucken. So, ist klar, die geht hier nur bis 1080p 30 FPS. Hier haben wir aber 1080p 60 FPS. Hier haben wir auch 27p 60 FPS. Hier nur 30. Trotzdem macht die 920 ein besseres Bild. Also von den beiden. Und die Brio steigert es natürlich nochmal. HDR hat die Brio. Alle drei haben Autofokus. 4K, 2K, Stereo haben sie. Wir haben hier standardmäßig 78 im Sichtfeld, also 78 Grad. Bei der Brio können wir das einstellen, das werde ich euch auch noch zeigen. 65, 78 und 90 Grad. Ja, und dann haben wir hier halt noch KI und sowas alles. Und Downloads habe ich euch auch schon mal vorbereitet, müssen wir nur hier raufgehen. So, und seit dem letzten Update hat sich da einiges getan. So, wir haben einmal die Logitech Capture Software, die werde ich euch auch kurz anreißen. Dann haben wir die Kameraeinstellung, das werde ich euch wirklich ganz genau erklären und zeigen. Dann haben wir die Firmware, die habe ich jetzt schon aktualisiert. Die kam jetzt erst am 29. April raus. Dann ist hier nochmal die alte Firmware drin. Dann haben wir GHub und ja, die mit von 2019, die werden wir uns auch kurz angucken. Bringt aber nicht viel GHub. Also da können wir nicht großartig was machen, komischerweise. Und
XSplit V-Cam. Das braucht ihr, wenn ihr sie kauft. Da ist ein Code mit bei. Dann ladet ihr euch das runter, gebt den Code ein, aktiviert das. Und dann könnt ihr das ein Jahr nutzen. Die Software macht euch sozusagen den Hintergrund weg. Und dann haben wir hier nochmal GitHub, eine ältere Version, das ist von April 2019. Ne, die neue. Februar 2019, genau. GitHub. Nochmal GitHub. Also komischerweise ist hier unten die neuere Version. Warum? Ich habe keine Ahnung. Dann können wir das auch schließen. Die Links packe ich euch zum Download-Bereich und zur Infoseite von Logitech packe ich euch in die Videobeschreibung. Den Amazon-Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr sehr gut her. Aber jetzt kann ich euch das mal gut zeigen. So, ihr seht hier wirklich, ich habe einen ungünstigen Arbeitsplatz. Hier ist richtig, also ist alles offen, hier ist hell. Obwohl die Sonne nicht mal brachial reinscheint, das ist jetzt noch wolkig. Wenn die jetzt scheinen würde, wäre das noch schlimmer. Und das kann ich ausgleichen, indem ich einfach die FPS-Anzahl reduziere. Ich könnte auch in dem Einstellungstool, können wir uns auch gleich angucken, was machen. Ich will euch aber erst die FPS-Zahl zeigen. Ich mache jetzt gar nichts weiter. Ich stelle nur von 60 Bilder die Sekunde auf, nee, von 30 Bilder die Sekunde auf 60 Bilder die Sekunde. Nicht wundern, das Bild hakt jetzt, der springt jetzt um. So, und da bin ich schon gleich dunkler. Und das sieht halt auch, ihr seht auch, die Umrisse sehen klarer aus. Ich mache jetzt nochmal 30 FPS, dass ihr das sehen könnt. Da ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Bloß ich habe halt wirklich einen ungünstigen Arbeitsplatz direkt hier am Fenster mit dem Licht und so. So. Und da seht ihr, dass das hier dann halt ein bisschen überlichtet ist und dass ich halt ein bisschen hell bin. Und hier guckt euch die Barthaare an. Ihr könnt da gleich mal, ist ein guter Vergleich eigentlich. Müssen wir kurz warten, ich bleibe auch so. Ich versuche so sitzen zu bleiben, damit ich mich nicht bewege. So, da seht ihr, da sind mehr Details zu sehen. Wenn es jetzt natürlich noch ein Stück, wenn ich jetzt hier das dunkel hätte, die Seite, oder halt normales Licht hätte, dann würde man das halt noch ein bisschen besser sehen. Also die macht wirklich ein tolles Bild. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ihr könnt auch in dem Einstellungstool. Das ist standardgemäß ausgeschalten. Kompressierung bei schwachem Licht. Das empfehle ich euch, macht das an. Ich zeige euch nachher noch Videos und dann werdet ihr den Unterschied sehen. Wir können jetzt natürlich hier Belichtung, können wir jetzt ein bisschen ändern? Nee, können wir nicht. So. Können wir jetzt so machen, dann kann man noch ein bisschen ausgleichen. So. Und dann sieht das auch wieder gut aus. Aber ich lasse mal lieber auf Standard, weil ich brauche die so, wie sie jetzt ist, eigentlich für abends, für Stream. So. Können wir das auch wieder zumachen. Und das machen wir auch mal zu. Achso, nee. Ihr habt jetzt, wie gesagt, wenn ihr 60 FPS habt, habt ihr nur den Codec Any und MJPEG. Wenn ihr 30 FPS nehmt, habt ihr Any, MJPEG, NV12, das ist der NVIDIA-Codec und YUY noch irgendwas. Also da habt ihr 4 Codecs zur Auswahl. Selbst die, und wenn ihr die verschiedenen Codec nimmt, die will ich jetzt nicht alle durchtesten mit euch, wird sich die Qualität da etwas verändern. Mal mehr rot, mal heller, mal was dunkler. Also selbst da sind Unterschiede. Aber wir kommen jetzt einfach mal dazu. Ich habe euch das jetzt mal so gemacht, dass wir beide Cams nebeneinander sehen. Ich werde das jetzt mal am besten aufnehmen. Das hänge ich euch hinten ran. Also hinten am Video werdet ihr das dann nochmal in groß sehen können. Da haben wir einmal, hier oben steht dann halt ProStream, bei der anderen steht halt 10920. Ihr seht da deutliche Unterschiede. Selbst die Brio, ich sage immer ProStream, ey, warum sage ich immer ProStream? Die Brio, wo wir eben gedacht haben, die ist sehr dunkel, ist gar nicht so dunkel. Wenn wir jetzt mit der 10920 vergleichen.
Wir können ja mal die 10920, das Einstellungstool öffnen. Kann ich euch zeigen, dass ich da auch nichts verändert habe von der Farbe her. Hier ist jetzt, seht ihr, das ist Komprimierung bei schwachem Licht. So. Hier auch Standard. Und übernehmen. Also da ist nichts verkehrt. Ich habe High FPS, wir können ja mal auf 30 FPS runtersetzen. Also High sind halt, die kann nicht mehr als 30 FPS. Und selbst da seht ihr, da wird sich nichts großartig dran ändern. Den Codec habe ich MPEG, ich kann ja mal Any nehmen. Nicht, dass es heißt, ich mache da irgendwas anderes. So. Und da seht ihr, da passiert gar nichts. Im Gegensatz zu Brio kann ich bei der C920 und C922 den Codec Any nicht nehmen. Es bleibt einfach stehen. Und deswegen habe ich eigentlich... Wir können auch H264 nehmen. Auch da wird nichts passieren. Ihr seht's. Und Auto haben wir noch, aber wir machen ja wieder auf MJPEG. Und deswegen habe ich eigentlich bei der Brio grundsätzlich auch MJPEG. Ich habe da meistens, ja, weil ich es bei der anderen Cam hatte, habe ich es halt so gelassen. Aber mit Any hat man halt auch gute Ergebnisse. Ja, also ich bin da gerade dabei, das alles ein bisschen umzustellen. So, fertig. Und wenn wir jetzt uns die, Mensch, die Brio nehmen und hier einfach auch mal MJPEG einschalten, damit wir auf dem gleichen Level sind. So. Jetzt ist es gleich. Ihr seht, die 10920, die ist immer noch dunkler. Wir machen jetzt aber einfach mal ausgleichen, ausgleichen die Gerechtigkeit. Wir machen jetzt einfach mal hier 30 FPS rein. So, jetzt sind hier 30 FPS. Seht ihr, 30 FPS, MJPEG, bei Any müsste sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was ändern. Gucken wir mal gleich. Bei 30 FPS, so, ist noch dunkler. Also, da ist sie jetzt wirklich noch dunkler und ein bisschen schlechter beleuchtet. So. Wir können auch, ich kann einmal den, Dings hier nehmen, den Nvidia 12, also den Nvidia Codec. Da sieht es genauso aus. Müssen wir kurz warten wieder. Also da macht sich MPEG wirklich am besten, also MJPEG meine ich, macht sich da wirklich am besten. Und ihr seht, man kann ein bisschen was variieren. Selbst wenn es zu hell ist, kann man damit ein bisschen was rausholen. Nicht viel und man muss halt sich rantasten. Mit 48, 50 und so sieht es dann teilweise wieder anders aus. So, aber ich lasse grundsätzlich eigentlich 60 FPS, weil das Bild einfach schöner aussieht. Ja? Und klarer. Logischerweise, wenn ich eine 60 FPS Kamera habe, dann möchte ich das dort zeigen. So, und ihr seht, wenn ich jetzt hier nah rangehe, und dann passiert, dann wird es ein bisschen was heller durch den Autofokus. Jetzt müsste sie, seht ihr, die dunkelt jetzt nach und nach so ein bisschen wieder ab, die 10920. Und wenn ich jetzt hier bei der Brio rangehe, da passiert nicht viel. Die hat einen sehr guten Autofokus. Ich kann ja mal die Kamera kurz zuhalten, so. Und jetzt mache ich mal, zack. Und was wollte ich euch noch zeigen? Genau. Das kann man ein bisschen variieren. Oh. So. Also ich finde, die macht wirklich ein schönes, gestochen, scharfes Bild. Wir haben aber auch noch Einstellungen. Wie gesagt, ich habe euch ja Tools gezeigt,
Die werde ich jetzt mal alle öffnen und dann gehen wir die jetzt mal nach und nach durch. Also das Logitech Capture, das gehen wir nachher durch. Das Einstellungstool hat sich umgeöffnet. So, das schieben wir auch mal auf den zweiten Bildschirm. So, fangen wir an mit G-Hub. Also G-Hub. Hier kann ich komischerweise bei mir gar nichts einstellen. Ich kann hier verstellen von kein auf Stream-Modus und dann ändert sich das Bild im Streamlabs OBS, klar. Aber ich kann jetzt hier nicht 60 FPS, 50 FPS oder irgendwelche Einstellungen machen. Ist eigentlich sehr uninteressantes Programm, muss ich ehrlich sagen. Ja, auch hier mit der kann ich nichts machen. Im Gegensatz zu, wartet, zu dem hier, zu der Gaming-Software. Ich werde mal die hier so ein bisschen auf der Seite machen, so, dass wir uns jetzt so ein bisschen angucken können. Hier haben wir natürlich viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, Blickwinkel und so. Da kommen wir auch gleich noch bei den ganz genauen Einstellungen dazu. Kamera verbinden können wir jetzt nicht machen, weil die Kamera wird ja logischerweise gerade benutzt. Normalerweise, wenn die denn nicht angezeigt werden sollte, kann man hier verbinden machen. So, HDR können wir an- und ausschalten. Hat bis jetzt noch nicht wirklich einen Effekt. Wir haben auch die verschiedenen Blickwinkel, das mache ich aber gleich mit dem anderen Cam-Tool. Und dann haben wir hier auch noch den Streaming-Modus. Das ist automatisch auf 78 im Sichtfeld, also 78 Grad. Die 78 Grad habe ich auch im Einstellungstool eingestellt, weil ich das einfach schöner finde für Stream. So, das sind jetzt 90. Und dann haben wir noch die Videoeinstellungen, da können wir noch Zombie und halt verschiedene Sachen machen. So. Standard. Und das klappt manchmal, wenn ihr dann Probleme habt mit eurer Brio und einige Sachen über das Einstellungstool nicht einzustellen sind, könnt ihr dann halt hier mit den Reglern Sättigung, Kontrast vielleicht noch ein bisschen rausholen. Weil ich hatte bis zu dem Update der Brio mit der C920, bis zum Update von Streamlabs OBS, hatte ich mit der C920 und der Brio das gleiche Problem. Ich musste einige Einstellungen über verschiedene Tools machen. Also ranzoomen mit der C920 geht sowieso nicht mehr. Also jetzt einmal mit dem neuen Tool, aber sonst gar nicht. Aber auch wenn ich Weißabgleich oder irgendwas machen wollte, muss ich entweder die Gaming-Software öffnen oder Einstellungen. Und das hat sich jetzt seit dem Update von Streamlabs OBS geändert. Seitdem kann ich alles mit allem einstellen. So. Aber das Einfachste und Beste ist wirklich dieses Einstellungstool, was wir auch haben, was ihr auch bei Logitech runterladen könnt. Wie ihr seht, HDR an, aus, breit, so, NTSC können wir machen und wir haben jetzt verschiedene Blickwinkel. Sichtfelder. Einmal 65 Grad, 78 Grad und 90 Grad. 90 Grad finde ich interessant für Hangouts. Ja, wenn man ein bisschen quatscht, dann kann man, weil ich ja sowieso mit der Hände rumfuchtel, da macht sich das ganz gut. So, dann haben wir hier noch Erweiterung. Ach, Autofokus ist so ja ausgewiesen. Warum ist der Autofokus aus? Wartet, jetzt zeige ich euch nochmal. Ich halte die jetzt einfach zu und mache off. Obwohl, ich brauche ja gar nicht zuhalten. Ach, Kater, geh mir doch mal aus der Latichte. Also, ich habe ja auch hier das Ding dran, dass ich das runterklappen kann. Dann ist auch weg. Ist zwar schön, dass er da ist, aber ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, muss ich so dazu sagen. So. Und dann kann man halt Helligkeit und Farbe und so. Ich habe das alles auf Standard gelassen, auch hier automatisch drin. Ihr seht, jetzt bin ich ein bisschen röter. Weil ich das Bild so Standard eigentlich total geil finde. Also ich weiß es nicht. Die Brio, die pegelt das eigentlich schon gut ein. Ich habe halt natürlich diesen ungünstigen Arbeitsplatz, dass es direkt am Fenster ist. Ja? Davon mal abgesehen. So, und dann haben wir die Möglichkeit zu streamen. So. Und wieder raus zoomen. Ich werde mal kurz das nochmal umschwenken, dass ihr den Vergleich dazu seht. So, ihr seht, jetzt ist die 1029 sehr hell, bei der Brio
nicht, aber ich bin trotzdem noch gut zu sehen. Ich bin nicht verpixelt. Kater ist doch gut jetzt. Und wenn wir uns jetzt mal die Cam-Software öffnen. So. Wir können auch jetzt... können wir auch jetzt zum Beispiel 90 Grad sagen oder 65 Grad und einmal zoomen und dann kann man das mit denen hier hin und her variieren. Das zeige ich euch aber nachher gleich noch bei meinem Layout, was ich für Stream genommen habe. Da kann ich euch das gleich noch mal genauer zeigen. Ich will euch nur noch zeigen, Standard Big Doof. So. Muss man noch schnell wieder einstellen. So. Ich nehme jetzt einfach mal die 10920. So. Und jetzt versuchen wir das genau das gleiche. Einmal zoomen und das war's. Da kann ich jetzt so viel aufdrücken, wie ich will. Das war's. Mehr kann ich hier nicht machen. Aber auch nur über dieses Einstellungstool, über dieses alte Menü, also von Logitech, wo ich die Qualität einstellen konnte, auf verlustfrei und den Sound gut einstellen konnte und so. Das funktioniert alle, da funktioniert das gar nicht mehr. Ich kann so ein paar Sachen, Helligkeit und so einstellen, aber Zoom kann ich da nicht einschalten, nicht deaktivieren, gar nichts. Cam spiegeln funktioniert nicht. Das fehlt mir hier auch im Einstellungsmenü ein bisschen, dass man die Cam spiegeln kann. Das wäre halt noch, ja, aber ja, so. Und wenn wir jetzt einfach mal auf PS4 Streaming gehen, müssen wir kurz warten. Die Brio müsste sich gleich da ist, müsste sich gleich dazu schalten. Und da bevorzuge ich, so, ich müsste erstmal die Webcam umschalten. So. Da bevorzuge ich wirklich diese 78 Grad, weil 90 finde ich ein bisschen weit, 65 ist nah und die ist so. Und wenn wir dann so machen, nee, falsch. So, ich habe ja dann immer noch Headset auf. Dann kann ich so ganz normal sehen. Ich kann auch was näher rankommen. Finde ich vom Optischen her eigentlich am besten. So. Und dann will ich euch noch was zeigen. Video ist da. Und nochmal zum besseren Vergleich vielleicht. Nein, Camtasia nicht. So. Das will ich euch gerne nochmal zeigen. Das ist jetzt praktisch meine PC-Ecke, damit ihr euch ein bisschen besser darunter vorstellen könnt. Also zeige ich euch jetzt extra, bevor wir die Videos angucken, damit ihr das im Hinterkopf behalten könnt. Das ist meine Gaming-Ecke. Ihr seht, die ist nicht groß. Mein Arbeitsplatz ist halt nur 80 cm breit. Tastatur, Mauspad. So, zwei Bildschirme. Es sind zwei Samsung Full HD Curve-Monitore. Unten ein 31er und oben in 27 Zoll. Und dann habe ich noch rechts die Lampe. Mehr ist da nicht. Und die Videos, die ich euch gleich zeigen werde, wo ist denn jetzt meine? Da. Die Videos, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, da ist wirklich nur der Bildschirm an. Der obere Bildschirm ist an. Und die und die Lampe ist an. Da habe ich, achso, die habe ich nicht an. Genau. Ich habe nämlich eigentlich auch noch oben die BenQ Lightbar und mal ist die an, mal ist hier unten an. Bei den Videos, was ihr seht, ist jetzt praktisch die Schreibtischlampe an. Ja? Mehr ist nicht, und die ist nicht auf volle Pulle. Die ist wirklich nur an und auf die niedrigsten Stufe ist die, dass sie hier so ein bisschen beleuchtet ist, dass ich mein Energy vernünftig finde, abends zum Trinken und Tasten ein bisschen leuchtet sind und so. Mehr ist das eigentlich nicht. Wirklich nur minimal. Dass ich nicht ganz im Dunkeln sitze. So. Und da seht ihr das. Man sieht mich wirklich klar und deutlich. Ich werde auch gleich dann noch das ausschalten, dass man mich bei schwachem Licht gut sieht.
Also diese Kompression, ich vergesse jetzt mal den Namen. So, und da seht ihr beim Ranzoomen, klar, da wird es pixelig. Das ist ganz logisch. Ja, aber trotzdem, obwohl die Lampe nur minimal an ist, man sieht mich wirklich sehr gut. So, dann haben wir noch eins. Das ist dieses. Das ist jetzt gleich das gleiche Fenster, wie ihr eben hattet. Hier habe ich nur vergessen, den Chat zu deaktivieren. Jetzt habe ich den ja deaktiviert gehabt. So, müssen wir ein bisschen spulen. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich habe es jetzt hier einfach mal groß gemacht, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So. Hier ist praktisch dieses schwache Licht verstärken an. Und jetzt ist es aus. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, im Cam-Fenster, dann sieht man kaum noch ein Gesicht. So, und da ist es wieder an. Was habe ich hier aufgenommen? Also das ist das. Da seht ihr auch nochmal, das ist um 10.49 Uhr aufgenommen, wo es hier sehr, sehr warm war. Und da seht ihr hier bei der Brio, die macht ein schönes Bild, aber etwas dunkel. Und hier ist es wirklich extrem hell, viel Belichtung. Das muss man dann mit Pegeln wieder separat runterregeln. Bei der Brio, wenn es ein bisschen dunkler ist, also so dunkel ist es nicht. Man kann mich noch sehen, man kann alles sehen, finde ich jetzt besser. Und guckt euch das Fenster vor allen Dingen an. Es ist nicht krass überlichtet. Hier sieht ja aus wie eine strahlende Wand. So. Und dieses schwache Lichtausgleich, das hatte ich ja schon mal gezeigt, das werde ich aber euch nochmal zeigen. Da geht ihr einfach auf dieses Config-Video. Dann müsst ihr kurz warten. So, zack. Und dann hier unten das Einschalten. Das war jetzt hier. Warum ist jetzt hier deaktiviert? Weiß ich nicht. So. Und fertig. Und dann sieht das so aus. Jetzt öffnen wir nochmal die Logitech Gaming. Ach Quatsch, Gaming Software. Die Logitech Capture Software. Damit könnt ihr praktisch auch direkt aufnehmen. So, die sieht jetzt so aus. Die macht wieder ein schöneres Bild als Streamlabs OBS, wie ihr seht. Deswegen habe ich mir das bis zum Ende aufgehoben. Hier bringt es auch gar nichts, ob ihr die FPS-Anzahl runter oder hoch regelt. Das bringt gar nichts. Hier kann ich euch ja zeigen. 60 FPS, 30 FPS, es bringt gar nichts. Und wir können das jetzt mal auf 4K hochsetzen. Bei 30 FPS, so. Ihr könnt hier auch einen Rahmen drin machen. Ihr könnt Autofokus an ausschalten, die Herzzahl. Hier unten habt ihr ein Foto, dann zählt er bis 1 runter, 0, bumm, Foto. Genauso ist es beim Video, da zählt er auch runter. Ich lasse mal das Video jetzt einfach nochmal laufen. Dann könnt ihr, das hänge ich dann auch am Ende mit dran, damit ihr das als Vergleich habt, wie es aussieht. Ich finde, es ist ein schönes Bild. Ich kann mich, das machen wir mal, damit es nicht zu lang wird. Da kann Logitech wirklich sagen, eine tolle Kamera macht. Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, klar. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Die Klappe, ja, da haben einige gesagt, die hält nicht. Bei mir hält sie, finde ich aber unsinnig. Deswegen gehe ich darauf nicht ein, weil es, also es, sie hält bei mir. Aber ich finde sie unsinnig. Dann haben einige gesagt, man kann die nicht kippen. Man kann die Cam kippen. Also nicht nur ranzoomen und dann halt mit der Software, wie ich es euch gezeigt habe. Nein, man kann die Cam direkt kippen, habe ich im Unboxing euch ja gezeigt. Was ich mir nur wünschen würde, wäre in Autofokus. Also nicht nur eine Gesichtserkennung, sondern einen richtigen Autofokus. So wie es früher für die 10920 gab, der ist irgendwie komplett weg. Also in dem alten Einstellungsmenü von Logitech, also in der alten Software, da war Gesichtserkennung, die hat so geil funktioniert. Du hast dich zurückgelehnt, rangezoomt.
seit dem Update oder so, oder Windows-Update, keine Ahnung, irgendein Update war, funktioniert das nur noch mit 480p, nicht mehr mit 720 oder 1080p. Warum, weiß ich nicht. Das würde ich mir wünschen für die Brio, eine automatische Gesichtserkennung im Auto, also damit er wirklich, wenn ich so bin, ranzoomt. Gesichtserkennung, zack, ran und da ist er. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wirklich wünschen, wenn sowas kommen würde. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, muss da dazu sagen. Also sonst bin ich mit der Cam wirklich zufrieden. Selbst meine Leute im Chat haben gesagt, dass die, ich habe ja dann gefragt, was haltet da? Wir haben im Stream, im Spiel, dann während das Spiel lief, mal schnell verglichen. Die 1920 und die Brio, und da haben sie alle gesagt, definitiv die Brio, weil die einfach ein schöneres Bild macht. Ich bin abends dann nicht mehr verpixelt bei schwachem Licht. Man sieht nicht nur so vorne, man sieht wirklich mein komplettes Gesicht, habt ihr ja eben gesehen. Und es ist wirklich angenehmer für die Leute, die im Stream zusehen, wenn man den Gegenüber, also der spielt, das bin ich denn, wenn man den vernünftig sieht. Aber sonst, wie gesagt, das wirklich mit dem Autofokus, das würde ich mir wünschen. Mit der Software würde ich sagen, da müsste Logitech sich mal was einfallen lassen, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Weil GHAB, Gaming-Software, Einstellungssoftware, überall ist das Gleiche drin. Dass sie da vielleicht nochmal eine Erklärung schreiben, warum man gerade so viele braucht und für wen die Einzelnen geeignet sind. Ich mache eigentlich alles über die Einstellungssoftware. Oder halt über die Gaming-Software, da kann man das auch sehr gut einstellen. GHAB nutze ich gar nicht, GHAB muss ich aber drauf haben, wegen meinem G933, auch von Logitech, das ist ein mega geiles, also, das geht, ist ein mega geiles Headset mit 7.1. Beim ersten Update, wo sie die Gaming-Software updated haben, hat sich mein Ton verabschiedet, da war dann komisch eingestellt, dann habe ich einen richtigen Ton gehabt. Und jetzt geht es in der Gaming-Software nicht mehr, obwohl es ein Gaming-Headset ist, wo man sagt, ihr hört eigentlich in die Gaming-Software. Nein, ist es jetzt bei GHAB drin und da stellt sich das Scheiße ein und manchmal auch gar nicht. Also da würde ich mir wünschen, also GHAB brauche ich nicht. Also habe ich noch nie gebraucht, wollte ich noch nie haben, dass man vielleicht das Headset vielleicht nochmal wieder in die Gaming-Software reinnehmen könnte. Das würde mich freuen. Oder ein einzelnes Einstellungstool für das Headset. Dann habe ich halt zwei Einstellungstools drauf. Aber das würde dann bestimmt besser funktionieren. Mit Software übertreibt Logitech nämlich in letzter Zeit wirklich, also seit die 10920 raus ist, wirklich. Weil ihr habt ja gesehen, was da alles draußen ist für die Cam. Genauso sieht es aus für das Headset, GHAB, Gaming-Software, hast du nicht gesehen. Früher gab es ein Einstellungsding, wo Einstellungen und Aufnehmen alle in eben war, so wie jetzt hier, bloß nicht so schön dargestellt. Also das sieht schon wirklich sehr schön aus, aber da würde ich mir ein bisschen Besinnlichkeit wünschen. Ein bisschen runterkommen, muss nicht so viel haben. Weil ihr habt ja im GHAB gesehen, man kann da wirklich nichts einstellen an den Cams, ist alles ausgegraut. GHAB kann weg, Gaming-Software würde mir komplett reichen. Das ist meine persönliche Meinung, aber auch nur. Sonst bin ich, wie gesagt, mit der Cam vollkommen zufrieden. Vollkommen zufrieden. Klar, dass Streamlabs da immer so ein bisschen Manko hat. Mit Fremden, die müssen ja das einbinden und dass es dann auch hinhaut und alle drum und dran. Ich kann ja auch nochmal für euch, damit ihr das sehen könnt, in Full HD nochmal runter machen, dann könnt ihr das sehen, dass da nicht wirklich ein großer nennenswerter Unterschied ist. Ich habe, achso, hier 60 FPS. So, machen wir mal 60 FPS. So, es ist wirklich ein richtig schönes, klares, deutliches Bild. Wenn wir jetzt natürlich hier mal vergleichen, das ist die 10920 mit den gleichen Einstellungen, wie ich jetzt hier habe. Nee, so, was das? Ja doch, hier runter. Also die Einstellungen der Cam bleiben.
Und da sieht man doch einen deutlichen Unterschied. Hier sieht es jetzt, ihr seht mich zwar gut, aber er sieht ein bisschen milchig aus, also weil die Sonne ziemlich doll knallt, obwohl die nicht mal so hell ist. Bei uns sind es nur ein paar Grad. Wenn die Sonne hier richtig rinknallt, wenn Sommer ist, dann sieht das noch schlimmer aus. Und dann kommt noch mehr, dann ist wirklich, sieht aus wie eine leuchtende Wand hier hinten. Da ist das jetzt hier schon, aber ihr seht ja schon, dass das hier immer variiert. Seht ihr das? Die versucht das ein bisschen zu pegeln. Das klappt hier natürlich bei der Brio wesentlich besser. Bumm, fertig. Also da, die Sensoren und so, die sind da wirklich super gemacht. Ich kann auch hier unten einstellen. Ja, könnt ihr das sehen? Ja, dann kann man auch hier, kann man auch die Cams einbinden. Das ist alles kein Problem. Also da könnt ihr alles mit der Logitech Gaming Software machen. Aber nichtsdestotrotz, ich rede wieder um den heißen Brei zu sehr rum. Es ist eine geile Kamera. Man kann verdammt viel einstellen. Man kann gute Sachen einstellen, man muss aufpassen, was man einstellt. Man kann mit den Pixeln bei den Streaming-Programmen was rausholen. Im Logitech Gaming, ach Quatsch, in der Logitech Capture Software, seht ihr, das sieht geil aus. Vielleicht ein Ticken heller könntet, aber das kann man ja mit den Reglern machen. Aber trotzdem sieht es gut aus. Da kann man mit den FPS-Zahlen gar nichts erreichen. Das funktioniert nur da. Die hält gut. Also oben drauf, die ist mir noch nie runtergefallen, weil einige haben in den Foren geschrieben, dass die wohl auf dem Sockel nicht halten kann, halten soll. Und wie gesagt, mit dem Kippen habe ich überhaupt keine Probleme. Der Kabel geht hinten nicht raus, weil da hatte ich auch am Anfang Probleme und gedacht, ah scheiße, wenn da hinten rausgeht, weil der USB-C, der ist ja nur reingesteckt. Bei den anderen Logitech-Cams, die ich bis jetzt hatte, war das immer fest, kam aus der Cam raus. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es läuft super, ist kein Problem. Kann ich wirklich nicht meckern. Ich habe nichts Negatives mit der Cam erlebt, hatte keine Ausfälle oder schlechtes Bild oder irgendwas. In der gesamten Testzeit hat sie immer das gemacht, was sie sollte. Und das hat vor allen Dingen abends beim Stream hervorragend. Also wirklich hervorragend. Da kann ich wirklich nur einen Daumen hoch geben. Ich bin megamäßig begeistert. Wenn ihr jetzt natürlich, weil das ist ja natürlich auch ein stolzer Preis, die Cam. Wenn ihr jetzt natürlich nicht so viel Geld haben wollt, Geld haben wollen, will man immer viel, aber egal. Wenn ihr dann natürlich nicht so viel Geld ausgeben wollt und eine Cam sucht, die auch von Logitech ist vielleicht oder auch nicht von Logitech ist, aber da kann ich euch nur Logitech empfehlen, ist halt nun mal leider so. Und ihr wollt halt nicht so viel ausgeben und ihr wollt eine HD-Cam, dann nehmt die 10920. Die 10922 ist zwar neuer, finde ich vom Bild aber etwas milchiger. Die macht ein milchiges Bild. Also so ein bisschen, also als wenn da immer so ein Schimmer drauf, wie so ein Vorhang drauf ist. Ist meine persönliche Meinung. Da würde ich euch wirklich, obwohl die bei 720p 60 FPS kann, würde ich euch raten, ich werde mal in die Infobox mein Video machen, wo ich die 10920 und die 10922 vergleiche, würde ich euch zu 10920 raten. Weil sie einfach vom Bild angenehmer ist. So, nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier Schluss machen. Ich hoffe, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Meistens fällt mir dann im Nachhinein immer noch was ein. Wie gesagt, ich bin mit der Cam sehr zufrieden. Das Einzige, was ich bemängle, ist zu viel Software. Da würde ich mir ein bisschen wünschen, dass Logitech da ein bisschen runterkommt, nicht so viel Software. Die Cam hält gut, geiles Bild. Sound habe ich ehrlich gesagt nicht probiert von der Cam, weil ich habe immer meine Rode. Das werde ich nochmal machen. Da werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein Video machen, ein kürzeres und dann mal nur Cam und Mic zeigen. Vielleicht hänge ich es auch hinten am Video mit dran. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich hänge jetzt gleich noch die zwei Videos hier hinten ran, verabschiede mich aber jetzt schon mal im Vorfeld. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Einen wunderschönen, ich habe mich entschieden, ich nehme doch noch schnell mal mit der Brio, ihr seht da den Karton, Brio 4K Streaming Edition, ein Video auf. Und zwar nehme ich jetzt mit der Brio auf und auch das Mic ist das von der Brio und nicht mein Rode, sondern das Mic der Brio, damit ihr auch die Mic-Qualität mal hören könnt. Die habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht einmal getestet, weil ich ja mein Mikrofon habe. Und von daher
konnte ich dazu jetzt nicht sagen, deswegen mache ich das einfach mit dran. Ich hänge jetzt hier nach gleich das Video noch ran, was wir vorhin aufgenommen haben, wo ihr die Brio und die die Logitech 920 genau nebeneinander sehen könnt, in groß, damit ihr da vielleicht noch ein besseres Bild davon habt. Ich mache jetzt hier Schluss, Karte, bis gleich. Ich hinten ran. Also hinten am Video werdet ihr das dann nochmal in groß sehen können. Da haben wir einmal, hier oben steht dann halt ProStream, bei der anderen steht halt 10920. Ihr seht da deutliche Unterschiede. Selbst die Brio, ich sage immer ProStream, ey, warum sage ich immer ProStream? Die Brio, wo wir eben gedacht haben, die ist sehr dunkel, ist gar nicht so dunkel. Wenn wir jetzt mit der 10920 vergleichen. Wir können ja mal die 10920, das Einstellungstool öffnen. Kann ich euch zeigen, dass ich da auch nichts verändert habe von der Farbe her. Hier ist jetzt, seht ihr, das ist Komprimierung bei schwachem Licht. So. Hier auch Standard. Und übernehmen. Also da ist nichts verkehrt. Ich habe High FPS, wir können ja mal auf 30 FPS runtersetzen. Also High sind halt, die kann nicht mehr als 30 FPS. Und selbst da seht ihr, da wird sich nichts großartig dran ändern. Den Codec habe ich...